So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic 2010 Video. In diesem Video werden wir uns mal mit einem häufig gestellten Problem beschäftigen, was ich auch schon öfters von meinen Freunden bekommen habe, also als Auftrag, sage ich mal. Das ist folgendes, und zwar im Laufe der Zeit, wo man eine Tastatur benutzt, kann auch ab und zu mal ein Knopf kaputt gehen. Und ja, das ist diversen Freunden bei mir schon passiert, und die haben mich dann darum gebeten, dass ich den halt ein Programm schreibt, was dann bestimmte Tasten umlenkt, sage ich mal, bis dass die wieder eine neue Tastatur haben und den Knopf halt dann dementsprechend trotzdem in dem Spiel zum Beispiel benutzen können. Und ja, das wollte ich jetzt einfach mal zeigen, weil das eigentlich so ein Standardproblem ist, was ich mittlerweile schon bestimmt 10 bis 15 Mal hatte. Und ich denke, dass es ganz nützlich ist. Aber zuallererst besorgen wir uns erstmal etwas aus einem anderen Video von mir. Und zwar gehen wir einfach auf meinen Channel. Dafür macht ihr einfach den hier. Sucht also diesen Link youtube.com/user/rubbleroot. Dann seid ihr auf meinem Kanal, geht auf Videos, sucht nach Hotkey und geht dann letztendlich auf das Tutorial Nummer 12. Denn wir brauchen dafür eine Funktion, die die Knöpfe halt global umlenkt. Ich habe es in dem Video hier beschrieben, ihr könnt euch das ja noch mal gerne angucken. Und zwar das hier. Ein Hotkey global abfangen, das ist wichtig. Dann gehen wir jetzt auf diesen Pastebin-Link, wo ich den Code bzw. die Deklaration für die Funktion dafür habe. Wenn das noch funktioniert, ich hoffe es, wenn nicht, werde ich es natürlich updaten, aber da haben wir es schon. Dafür klauen wir uns als erstes diesen hier. Beim Schauen, da. Dann hauen wir das hier über die Form rein. Ach, Quatsch, unter die Form, Fail. So, dann schauen wir, was wir da noch haben. Und zwar letztendlich das gucken wir uns später nochmal an, aber auf jeden Fall brauchen wir diesen Sub hier, der letztendlich ausgelöst wird, wenn diese Funktion in Kraft tritt. Aber das werde ich gleich nochmal erklären, beziehungsweise eher weniger erklären. Ihr könnt euch ja gerne nochmal das Hotkey-Video ansehen, dann habt ihr das ja nochmal. Hier kommt letztendlich rein, was passiert, wenn 1 ausgelöst wird. Und zwar passiert das im Endeffekt, wenn wir das hier registrieren. Ich erkläre das aber gleich nochmal komplett. So, wenn wir jetzt die Problemstellung haben, dass bei einem Kumpel die Taste F6 nicht mehr funktioniert. Das war jetzt bei meinem letzten der Fall. So. Dann können wir das ja so machen, dass wir eine Taste nehmen, beispielsweise die Taste, also eine logischerweise, die nicht so oft benutzt wird, und die einfach dann umlenken auf F6, damit er diese halt trotzdem wieder benutzen kann, wenn diese kaputt ist. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Denn wir hatten jetzt die Problemstellung, dass die Taste F6 kaputt ist, und wir machen das jetzt einfach nur beispielsweise mit dem Knopf A. Wenn wir jetzt A drücken, soll die Taste F6 ausgelöst werden. Das haben wir hier definiert. Wir können hier auch noch alternativ Shift-USW einfügen. Ich zeige auch mal, wie das geht. Dafür werde ich dann, denke ich mal, das noch in die Videobeschreibung dann packen. Dafür schreiben wir uns eine Enumeration, also eine Aufzählung. Key Modifier. Und letztendlich None gleich und H. 0, das sind diese Werte dafür, damit Visual Basic weiß, beziehungsweise das Programm nachher, was er da absendet. Control und H2, Shift gleich und H4 und Win Key für die Windows-Taste und H8. So. Damit hätten wir das jetzt, und wenn wir die jetzt hier einfügen, da können wir jetzt drauf zugreifen mit unserer Enumeration Key Modifier und einem Punkt, dann haben wir die nämlich hier alle direkt aufgelistet. Wenn jetzt zum Beispiel das bei Shift A ausgelöst werden soll, geht das so. Und also nur noch mal zur kleinen Erklärung mache ich das jetzt. Normalerweise sollte das eigentlich nach dem Hotkey-Video klar sein, aber ich mache es gerne nochmal. Sie haben Shift und A gedrückt. So, A alleine funktioniert nicht und Shift auch nicht, aber Shift und A. So, das ist aber letztendlich nicht das Wichtige, denn wir möchten ja, dass
nur diese eine Taste umgelenkt wird. Also nur als Beispiel, dass es auch mit Shift, Steuerung etc. geht. So, was soll denn letztendlich passieren? Und zwar soll der einfach nur simulieren, dass irgendeine andere Taste, die F6 beispielsweise, gedrückt wurde. Normalerweise müsste man darauf achten, an welches Control, also an welches Fenster das gesendet wird, aber das ist ja letztendlich nicht wichtig, denn wir befinden uns ja dann praktisch schon in einer Anwendung drin. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt ein Textdokument habt, nur als Beispiel, eure F6-Taste oder was auch immer wir gerade gesagt haben, funktioniert nicht mehr und ihr möchtet dann diese dementsprechend drücken, dann seid ihr ja schon in dem Fenster drin, dann müssen wir jetzt nicht mehr darauf achten, ob es ans richtige Fenster gesendet wird. Von daher können wir ganz einfach die SendKeys Klasse nehmen, daraus nehmen wir die Funktion SendWait und schreiben da jetzt beispielsweise F6 war es, ne? Jo. Beziehungsweise ich würde sogar noch mal vorschlagen, dass wir das andersrum machen, dass wir die F6-Taste hier benutzen und der letztendlich A senden soll, beispielsweise. So, das testen wir jetzt mal aus. Brauche ich nochmal die Textdatei. F6, F6, F6 und A geht auch noch. Gut. So, das war jetzt ein Beispiel. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir noch ein anderes mit dem Shift, damit wir das auch reingenommen haben. Vernünftig. Oder wir machen daraus einfach Steuerung. Shift habe ich ja vorhin schon annähernd gezeigt. Da greifen wir wieder mit unserer Enumeration. Modifier Keys hieß die, glaube ich. Ne, Key Modifier. So haben wir die genannt. Modifier und dann Control. Und ausgelöst werden soll das Ganze, wenn wir Steuerung A drücken. Dem haben wir das Event, sage ich mal, oder der ID 2 zugewiesen. Von daher müssen wir jetzt den zweiten Fall abfragen. Also diese ID hier. Schreiben dazu auch, was dann passieren soll. SendKeys.SendWait. Was machen wir daraus? Wir machen daraus einfach ein B. Aus Spaß jetzt. Geht ja nur um den Zweck. So, wenn ich jetzt, wie hier angegeben, Steuerung und A drücke, soll ein B rauskommen. Steuerung A. Sieht gut aus. Bis jetzt jedenfalls. Ja, das spackt wahrscheinlich aufgrund der Windows-Kombination rum. Weil wir ja letztendlich auch die Funktion Steuerung A in Windows selber drin haben. Naja, ich denke, zu Demonstrationszwecken reicht das. Und es wird euch auf jeden Fall auch in den Spielen helfen. Eine alternative Funktion wäre vielleicht noch, da das nervig vielleicht ist, wenn man dann die ganze Zeit das Fenster hier aufhaben muss, beziehungsweise man muss es ja nicht aufhaben, aber das nervt halt bestimmt, wenn es unten in der Taskleiste ist. Könnte man dann alternativ noch das Fenster verstecken, aber dazu habt ihr ja dann auch ein Video von mir. Da könnt ihr auch ganz einfach in meinem Channel suchen. Ich nehme jetzt mal eben eine Abkürzung. Ich muss nur gerade überlegen, wie ich das genannt habe. Verstecken von Prozessen oder sowas, glaube ich. Prozesse und da, ich glaube, das war das. Ja, hier zeige ich euch nochmal, wie man solche Sachen versteckt. Dann kann man natürlich mit Hotkeys könnte man das dann einrichten, dass dieses Fenster dann versteckt wird und und das halt sozusagen nicht mehr nervt. Aber so erstmal zu dieser Problemstellung, wenn eine Taste nicht funktioniert. Ich hoffe mal, ihr habt das alles soweit verstanden, trotzdem komischen Wirrwarr zwischendurch. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich fragen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Tschüssi.